Das ist also das Original-Kompass Flamenco-Metronom aus den 80er Jahren. Schon zu Zeiten, als ich in Madrid und später in Malaga war, beschäftigte ich mich mit dem Kompass, den Rhythmen im Flamenco. Um diese Rhythmen zu üben, den Kompass richtig zu spielen, ohne Vorrat zu sein, also nicht rauszufallen, benötigte man jemanden, der einem den Grundtakt vorgab. Meistens waren dies Tänzerinnen, die aber nicht immer Lust und Laune hatten, als Rhythmusmaschine zu fungieren. Besessen von dieser Vorstellung, irgendein Gerät, eine Maschine zu haben, die diese monotone Arbeit übernimmt, ließ mich durch mein Experimentieren mit den Drummaschinen, die zu dieser Zeit verschärft auf den Markt kamen, auf die Idee kommen, selbst so ein Gerät speziell für den Flamenco zu kreieren. Klar war von vornherein, dass nicht nur der akustische, sondern vor allem der visuelle Aspekt eine große Rolle spielt. Mit der Vorgabe der Flamenco-Uhr und den laufenden LEDs auf der Roland TR-808-Drummaschine hatte ich den genialen Einfall, es muss eine Uhr mit Lauflichtern auf den Ziffern sein, in Verbindung mit dem Klack eines Metronoms. Ein befreundeter Elektroingenieur namens Ernst Neidhardt, der seit Jahren aus dem schwäbischen Günzburg zu mir nach Schorndorf in den Unterricht kam, erzählte ich von dieser Idee. Er war, da ihm die Problematik bekannt war, sofort begeistert und konstruierte innerhalb kurzer Zeit einen Prototypen. Mit dem Schalter wurde das Gerät aktiviert und das Tempo eingestellt. Die nächste Vorgabe war, diese Technik in ein Gerät zu packen, das in den Gitarrenkoffer passte. Ich suchte nach einem passenden Gehäuse und gestaltete am Reißbrett das Frontpanel. Ernst Neidhardt layoutete die Vorlage für die Platine und nach Beschaffung aller Komponenten konnte die Produktion in der Werkstatt meines Gitarrenladens beginnen. 1986 wurde dann mit dem Verkauf begonnen. Nach der modifizierten Neuauflage in den 90ern, in der zusätzlich eine Kopfhörer- bzw. AUX-Anschlussbuchse und eine Buchse für das Netzgerät implementiert wurde, übernahm Mundo Flamenco in Freiburg den Vertrieb. Da das Gerät immer in Handarbeit in Schorndorf und in Günzburg hergestellt wurde, war der Verkaufspreis einfach zu hoch. Es kostete damals 250 D-Mark. In Massenproduktion konnten wir es nicht geben, da die Nachfrage einfach zu klein war. Als ich Ende der 90er Jahre mit der Computerprogrammierung begann, entwickelte ich eine Software für Windows und später für den Mac. Damit war das Ende des analogen Gerätes besiegelt. 1999 wurde die Produktion eingestellt. Als das iPhone aufkam, machte ich mich sofort an die Arbeit, um auch dafür eine App zu programmieren. So viel zu der Geschichte zu Flamenco Metronomen.